Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Christian Walter von Trade Bowler und heute würden wir gerne mal über Trading-Fehler oder Fehler beim Investieren, beim Traden sprechen. Es gibt natürlich ganz verschiedene Fehler. Ich denke, die meisten sind im Endeffekt Emotionen, die man irgendwo zulässt und wo man prinzipiell dann nicht mehr rational entscheidet. Ich habe Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel mitgebracht, ExxonMobil. Hier haben wir einen schönen Ausbruch, sage ich mal, über die 49-Dollar-Marke. Im Prinzip, wenn man hier den Ausbruch handelt, hatten wir einen Hoch von 56 Dollar und danach kam halt relativ zügig diese Korrektur. Und da ist es immer ganz wichtig, dass man das Stop-Management auch funktioniert. Ich glaube, beim Stop-Management machen die meisten den Fehler. Das heißt, man muss vorher natürlich wissen, welche Haltedauer möchte man generell in der Position sag ich mal, eingehen und dann auch behalten und sich vorher auch schon sein Profit-Target und seinen Stop-Loss überlegen. Und ganz wichtig, wenn man jetzt hier davon ausgeht, man möchte vielleicht 6 Dollar Gewinn mitnehmen, der Ausbruch war bei 49, hätte man das zumindest hier bei 55 ohne Probleme durchführen können. Wenn man jetzt aber sagt, man möchte 10 Dollar mitnehmen, dann wäre natürlich die 59 nicht mehr erreicht. Da ist es immer wichtig, dieses Chance-Risiko-Verhältnis, über das wir schon häufig gesprochen haben, richtig einzuschätzen. Wenn ich 10 Dollar Gewinn mitnehmen möchte, muss ich natürlich dann auch weniger riskieren als diese 10 Dollar. Und das sind die häufigsten Fehler, auch dass der Stop-Loss dann häufig nicht auf den Break-Even hochgezogen wird, weil ich würde immer eins machen, wenn Sie in einer gewissen Schwelle sind, vielleicht 50% von Ihrem Profit-Target, den Stop-Loss nachziehen, dann als Break-Even, dann kann Ihnen schon nichts mehr passieren, sage ich mal, dass Sie jetzt irgendwo noch, außer mit einem Gap natürlich über Nacht, groß in die Verlustzone kommen. Also Stop-Management ist ein ganz wichtiger Faktor. Dann ein weiterer Faktor sind natürlich auch Dinge, wo man jetzt nicht wahrhaben will, dass man falsch gelegen hat, dann nochmal nachzukaufen. Das sind halt genau diese Sachen, wie erwähnt, emotionsgesteuert. Im Prinzip sollten Sie einen Tradingplan haben, der kann aus 5 bis 10 Punkten bestehen, wo Sie die Haltedauer, die Positionsgröße, das Stop-Management festlegen und sich dann genau nach diesem Plan richten. Und dann kann man natürlich hergehen oder sollte man dann einmal im Monat diese Strategie auswerten, die Performance-Daten sich ziehen, also vom Sharpe-Ratio bis allen wichtigen Dingen und danach nochmal seine Strategie anpassen. Aber nicht im Trade hergehen und sagen, okay, ich mache das jetzt so, weil es hier anders sich darstellt. Da müssen Sie wirklich Ihren Fahrplan haben und Ihren Fahrplan einhalten. Und dann nur im Nachgang, sage ich mal, wenn Sie jetzt eine Auswertung über 1, 2, 3 Monate führen, dann können Sie Ihre Trading-Strategie ein Stück weit anpassen. Aber im Trade selber muss für Sie Schritt 1, Schritt 2 klar sein. Wenn jetzt was Unvorhergesehenes passiert, müssen von Ihrer Seite auch die Faktoren natürlich ganz klar feststehen. Es gibt immer noch ein paar Überraschungen, wie ein Übernacht-Gap, wo man natürlich ein Stück weit nicht davor gefeit ist. Aber wenn Sie das berücksichtigen, Tradingplan, Stop-Management, kein Nachkauf, wenn jetzt ein Trade irgendwo ins Minus läuft, dann sind Sie schon mal auf einer ganz guten, in einer ganz guten Richtung und im richtigen Bereich, um dann auch diese großen Fehler zu vermeiden. Und ich glaube, hier am Beispiel von ExxonMobil wird es relativ deutlich. Die Termine zu diesem Thema finden Sie dann direkt auf unserer Webseite. Sie können hier direkt auf TradeStation Support oder Seminare, Webinare schauen und finden dort die aktuellsten Termine. Wenn wir ein Stück nach unten scrollen, sehen Sie die Termine jetzt für September und für die anfänglichen Tage im Oktober. Und da werden wir natürlich auch genau auf dieses Thema auch nochmal im Oktober speziell in einer längeren Einheit eingehen, wo Sie genau die Informationen zu den größten Fehlern, die man am Anfang vermeiden sollte, finden werden. Und nicht wundern, falls Sie sich das Video jetzt in den nächsten Tagen erst anschauen, dann wird es die Website etwas anders vom Layout aus schauen. Das heißt, in der nächsten Woche gibt es hier einen Relaunch. Aber im Prinzip, die Termine finden Sie in der gleichen Rubrik. Ansonsten gehen Sie gern auf unsere Webseite. Dort können Sie sich auch gern für die nächsten Webinare anmelden, wo Sie im Prinzip hier auch Informationen dazu erhalten, wo wir genau auf dieses Thema, was sind die größten Fehler, nochmal genauer eingehen. All die Termine finden Sie auf unserer Facebook-Seite oder direkt auf der Seite tradebowler.com. Ansonsten subscriben Sie zu unserem Channel, um auch keines der folgenden Videos zu verpassen und immer auf dem neuesten Stand zu sein. Vielen Dank.